Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb. Ja, wir wollen heute mal anschauen, wie wir das machen mit auf Takt, das Ganze durchzuführen. Ich habe allerdings bei der ersten Teil etwas vergessen, was natürlich noch wichtig ist. Und deshalb müssen wir einmal kurz darüber reden. Dafür gehe ich hier mal am Ende. Nehme wieder zwei, drei Bildchen. Weil was es umgeht, ist natürlich hier dementsprechend noch eine Bewegung mitzugeben. Es kommt ja sehr oft vor, dass man einfach sagt, ich möchte eigentlich hier, dass das Bild ein bisschen Bewegung mit haben. So, normal sagen wir dann, das ist kein Problem, nehmen wieder die Comweb 3 Filter. Da drin finden Sie die Layouter und da finden Sie einen langsamen Zoom von 5%. Das Problem ist, dass diese hier auf der Basis von 100% ausgelegt ist. Und das sind diese Bilder, meine Fotobilder sind das nicht. Ich muss also für diese Fotobilder eine andere Geschichte machen, die im Prinzip das gleiche bedeutet, aber eben für diese Größe der Bilder ist. Würde ich diese hier drauflegen, dann würde er ausgehen von der Basis 100%. Das heißt, ich kriege wieder meine schwarze Balken und dann macht er natürlich tatsächlich diese Vergrößerung. Ja, aber die nützt mir jetzt nichts, weil ich kriege schwarze Balken. Deshalb gehen wir wieder zurück nach ab. Das heißt, ich nehme den wieder raus und erstelle einfach eben selber diese gleiche Filter. Nehme dafür den Layouter. Geh in den Layouter und geh in die untere Bereich der Layouter. Und da sage ich einmal, den Layout bitte benutzen. Das heißt, ich möchte jetzt selber definieren, was in diese Timeline hier passiert. Dafür setze ich jetzt Punkte. Da ich weiß, dass meine Bilder meistens 4 Sekunden lang sind, kann ich jetzt hier zum Beispiel etwas davor aufhören und sage ihm, mach mal hier 105%. Ja, als Beispiel. Ja, wie viel können Sie selber definieren? Ja, was passiert? Es wird also zwischen diesen beiden Punkten wird das Bild um etwa 5% vergrößert. Das ist nicht viel, aber es bringt ein bisschen Bewegung, wenn Sie so wollen, mit. Und das ist genau der Effekt, den wir hier einfach erstellen wollen. Sie müssen übrigens hier jetzt drauf achten, nicht auf das Layout. Ja, Sie sehen, das wächst ein bisschen. So, und wenn das jetzt fertig ist, kann ich das wieder als eigene wegsetzen. Ich nenne das jetzt mal Sony Zoom 5%. Ja? Wie es dann auch bei Ihnen heißen soll. Ja? Aber Sie verstehen den Sinn der Sache. So, warum mache ich das? Weil ich jetzt im Prinzip bei meinen Bildern, wenn ich das möchte, einfach wieder eine Reihe nehmen kann. Also ich nehme mal diese hier, setze da den Zoom drauf und lege die wieder auf alle, die ich hier jetzt definiert habe. Ja, und in dem Moment, wenn wir das dann wieder laufen lassen, dann sehen Sie auch, ja, diese Bilder bewegen sich ein bisschen in den Hintergrund. Nehmen das, die ganze Geschichte. Ich glaube, das war wichtig, dass Sie das noch wissen. Sie haben also auch hier noch Möglichkeiten. Was wir eigentlich jetzt machen wollen, das ist, ja, das auf Takt schneiden. Ja, ich zeige mal, was ich hier gemacht habe. Das wird auch bestimmt wieder keine kleine Lektion. Aber es geht hier nur um ein 2-Minuten-Stück. Lassen wir es mal einfach ablaufen und genießen Sie den Photoshop. We'll be right back.
Ja, ich denke, das ist eine schöne Impression und die wollen wir natürlich machen und sie merken auch, dass das ein Fotoshow ist, die natürlich viel, viel schöner ist, um anzusehen. Ja, das kommt einmal durch die Musik. Wir haben ein Musikstück jetzt ausgewählt, wo wir einen richtigen Takt drauf haben, zumindest in der vordere und hintere Teil und ja, dadurch können wir ein bisschen zaubern und das haben wir hier auch gemacht und wie ich das gemacht habe, das wollte ich mit euch jetzt durchgehen. Ja, das Erste, was wir dann wieder machen müssen, ist jetzt eine neue Sequenz anlegen. Hier wieder den VA-Spur rausholen. Da wir hier wirklich keinen Film verwenden, würde ich sogar beide rausholen, damit wir mehr Platz haben. Und fügen hier mal 6 Spuren hinzu. Zu viel kann es nie sein. So, und fangen hier an natürlich mit Musik. Die Musik ist hier der wichtigste Teil. Und ja, da habe ich auch wegen der GEMA wieder ein bisschen suchen müssen. Fand dies aber sehr passend. Dass ich es jetzt einmal gehört habe, ist es schon mal in der Öhrchen und dementsprechend habe ich das gemacht. Ja? So, diese Spur kann man ja mal vergrößern. Das heißt, ich klicke die Timeline an, der Spur und vergrößere den mal so viel wie ich kann, damit ich auch wirklich diese drum im Prinzip sehe. Aber was jetzt der Fall ist, ist, dass ich mit der V-Taste im Prinzip hier einen Punkt setzen kann. Und die setze ich jetzt genau auf den Peak. Damit ich das nicht immer machen muss, muss ich einmal diese Musik durchlaufen lassen. Und ich werde, während er arbeitet oder während er hier durchgeht, werde ich diese Punkte im Prinzip setzen. Das machen wir jetzt mal. Das heißt, ich lasse im Lauf. Die erste Punkt habe ich gesetzt, weil der sofort kommt. Ja, das heißt, die schaffe ich einfach nicht zu klicken. Aber der Rest werden wir schon hinkriegen. Sie merken, ich drücke auf die Peak. Ja, mehr mache ich nicht. Ja, im Prinzip brauche ich jetzt gar nicht mehr auf die Timeline zu gucken, weil ich in etwa im Blut habe, wann er kommt. Ja, habe ich eine verpasst. Hier ist das ruhige Stück. Ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Dadurch, dass ich natürlich in diesen Rhythmus einfach mit der V das Ganze durchführen kann. Also ich drücke die V und dann wird hier so ein Marker gesetzt und dadurch bin ich in der Lage, genau den Takt zu erreichen, die ich haben will. Damit wir das mal kontrollieren können, wollen wir jetzt mal anfangen, die Bilder dann zu bestücken. Das heißt, ich gehe wieder auf mein Photoshop und nehme erstmal die ersten 6 Bilder rein. Tu die irgendwo hin, weil das spielt keine Rolle. Da wir jetzt keine Überblendungen benutzen, sondern wirklich hier anfangen mit das Material, können wir die ja auf den ersten Punkt setzen. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen näher dran. Das heißt, ich habe hier vorne noch ein bisschen Schwarz. Ja, das bedeutet einfach, dass es, ja, das ist in diesem Fall gar nicht schlimm. So, wir machen den ein bisschen kleiner, weil wir müssen jetzt einfach mal die Bilder übereinander setzen. Solange sie überladen, die dürfen also überlagern, weil es ist einfach so, dass das oberste Bild wird einfach gezeigt und für mich ist nur wichtig, dass die Takt stimmt. Ja? Ich komme aber in die Probleme, wenn ich natürlich oben irgendwann ankomme. Das wäre jetzt hier der Fall. Ja?
So, und da tun sie gut dran, da es ja harte Schnitte sind, einfach hier bis zum Ende zu gehen. Ja, und dann nehmen wir den nächsten Pool an Bilder. Nach die lassen wir raus. Nehmen wir mal bis zu dem hier und können jetzt wieder... Ach, ich hatte noch ein paar. Egal, nehmen wir weg. So, das heißt, wir machen hier unten wieder weiter und sorgen immer wieder dafür, dass wir im Prinzip auf die gleiche Höhe von der V, also der Marke, hier kommen. Ja, die sind ja eigentlich gedacht für die DVD-Erstellung, aber hierfür sind sie natürlich auch hervorragend zu benutzen. Ja, und das ist jetzt nur wieder Fleißarbeit. Ich werde das also ein bisschen verschnellen, damit sie nicht so lange hier sich rumärgern müssen. So, das müsste das erste Teil gewesen sein. Hier kommt jetzt diese ruhige Phase und da haben wir ein paar andere Sachen gemacht, wie wir gerade gesehen haben. Aber in diese ruhige Phase, das müsste es im Prinzip passen. Wir haben hier, dadurch, dass wir diese Marke stehen haben, haben wir hier so eine Klebefunktion. Ja, man merkt also eindeutig, wann bin ich richtig und kann ich loslassen. Ja, das erleichtert die Arbeit enorm. So, schauen wir unser erstes Teil mal an. Das sollte eigentlich klappen. Ja, also das mit der Schnitte, das klappt schon sehr gut. Gut, gehen wir hier weiter. Ja, und hier haben wir im Prinzip, nach der letzten, haben wir angefangen, einen Untergrund zu bauen und hier dann, ja, wie mein Haus, mein Boot und so weiter, das Ganze durchzuführen. Wir machen das mal, ja, das heißt, eben schauen, ob das stimmt. Ja, das stimmt. So, das heißt, wir brauchen aus der Footage mal einen Hintergrund. Das heißt, wir gehen auf die Hintergründe, nehmen den Abstrakte, die ich jetzt ausgewählt habe. Welches ich nehme, ist letztendlich wurscht. Ich könnte auch einer von ihren nehmen, aber ich fand den schön passend. Deshalb nehmen wir die mal hier hinter. Die sind immer so gemacht, dass sie genau passen. Die können hier im Moment weg. So. Ja, und da, damit der nicht in den Vordergrund so ist, habe ich hier noch ein weiche Gauss. Zeichner draufgelegt. Das heißt, wir gehen in den Videofilter. Hoppa, nehmen die Gaussche Unschärfe und legen die einfach mal drauf. So passt mir das sogar. Deshalb hier einfach drauflegen und schon haben wir unsere Hintergrund. Ja? Es geht ja letztendlich um die Bilder. Die Bilder werden jetzt aber verkleinert dargestellt. Deshalb müssen wir die jetzt mal ein bisschen anpassen. Und dafür gehen wir wieder in die ComWeb 3. Sie können auch natürlich, was Sie in der ComWeb 3 finden, können Sie natürlich auch sauber erstellen, ja, das heißt, Sie können mit viel Fleißarbeit das Ganze ja auch selber machen, aber ich empfehle Ihnen wirklich die Newsletter zu abonnieren, nehmen die Artikel, die wir schreiben, die glaube ich schon sehr interessant sind, kriegen Sie eben auch unsere ComWeb-Filter, die werden auch erweitert und dementsprechend haben Sie die Möglichkeit. So, hier haben wir zum Beispiel Stapeln, so heißt das, unter Foto-Dia-Show. Da wir jetzt hier ein Foto-Dia-Show machen, passt das schon ziemlich gut. Das Einzige, was ich mal eben gucken muss, ja, die Bilder sind deutlich länger. Das wollte ich nämlich wissen. Nehmen wir also auch deutlich längere Bilder und da können wir jetzt einfach mal so ein bisschen arbeiten in die Richtung. Das heißt, ich nehme erst ein links gedrehtes Bild, lege die hier drauf und der nächste ist dann natürlich auch ein rechts gedrehtes Bild. Ja, und der nächste, die dann kommt, dafür brauchen wir ein bisschen mehr Bildmaterial. Also aus der Footage raus, in der Photoshop rein und ja, fangen wir mal bei der Brücke an. Ich glaube, die haben wir noch nicht und nehmen wir mal hier die nächste paar Bilder, ja. So, was haben wir hier? Das ist auch Fahrrad. So, nehmen wir die nächste und jetzt gehen wir wieder zurück in unsere Effekte. Nehmen wir mal die extrem links gedrehte und das gleiche nochmal mit den extrem rechts gedrehte. Schauen wir uns das an.
wenn das rechts ist, dann bin ich natürlich, ich würde das eher anders nennen. So, aber im Prinzip haben wir das hier durch. Schauen wir noch, was wir noch gemacht haben. Wir haben dann ein neues Bild genommen und mit einfachen Dissolves auf unsere Ende zugearbeitet, weil der quasi in eine Beschleunigung kriegt. Aber so weit sind wir noch nicht, also können wir hier im Prinzip nochmal einen dazu holen. So in etwa. Und hier nochmal drauflegen und jetzt im Prinzip arbeiten wir auf unsere Ende hinzu. Upsa. Das klappt wieder hervorragend, Herr de Vries. So, das waren weiche Dissolven. Das heißt, wir brauchen unsere Überblendung. Wo ist er? Übergang. Überblendung. Überblendung. Und Überblendung. Und da fängt im Prinzip wieder der Takt an, so wie wir es gewöhnt waren in der letzten. Das heißt, wir arbeiten jetzt hier wieder auf Takt weiter. Na, wo sind meine Bildchen? Da kommt immer zu mehr. Ja, es ist wieder Fleißarbeit. Schauen wir das Mittelstück mal eben an. Ja, also Sie haben gesehen, hier haben wir ein Problem, weil die Gaussian Dissolve frisst natürlich enorm, die Gaussian Unschärfe, die frisst enorme Power in der CPU-Leistung. Wenn Sie nicht wie ich die Workstation haben, werden Sie das also merken, dann ja, entweder nimmt man das jetzt hin oder man schreibt bei der Workstation auf der Hälfte oder Sie nehmen eben eine kleinere Auflösung als Trick, damit Sie zumindest das in Echtzeit angucken können. So, da wir jetzt wieder hier die Fleißarbeit kriegen, will ich das mal wieder in Schnellverfahren machen. Schauen Sie einfach zu. Ja, und dann komme ich wieder, wenn es soweit ist. Ja, ich denke, das war's. Wir schauen das mal an. Ja, am Ende habe ich hier dann noch ein Dissolve gesetzt. Das heißt, wir nehmen mal die Spur 3, machen den groß, machen den Mixer an und sagen ihm, dass er hier ins Schwarzen abdriften soll. Das heißt, wir haben so einen schwarzen Ausgang. Das ist passend zu der Musik. Dann habe ich allerdings gesagt, das, was wir gerade am Anfang von der Film gesehen haben, also die können natürlich weg. Und zwar, dass wir diese dann doch in eine bewegende Form haben möchte. Sprich, wir haben hier dann unsere gemachte Key. Ne, das war nicht die Key, das war in der Layouter. Und zwar die Sony Zoom, damit es auch passt. Ja, und damit haben wir dann ein bisschen Bewegung in die Firma gemacht. Ja, wenn Sie das zu wenig finden, können Sie dementsprechend noch einer machen mit 10 oder 20 oder was Sie auch für richtig halten. Ja, aber im Prinzip merken Sie, dass auch die Tonbearbeitung in Edios überhaupt kein Thema ist, wenn man weiß, wie es geht. Ja, und darum geht diese Show, sprich diese Schulung. Und ich denke, das haben Sie jetzt verstanden. Wenn nicht, dann versuchen Sie mich zu erreichen. Dann helfe ich gerne weiter, wenn Sie irgendwo stecken bleiben. Ja, in diesem Sinne, ich bin durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte ein Like und ich mag das hier unten in YouTube wieder hinzufügen. Wenn Sie es nicht mögen, bitte einen Kommentar, warum und weshalb. Weil es ist immer sehr deprimierend, wenn man nicht weiß, warum es einer nicht gefallen hat. Ja, aber dann kann man es vielleicht abstellen und verbessern.
Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma ComWeb. Bis zum nächsten Mal.